Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück mal wieder zu einer Folge 7 Days to Die. Ja, ich habe in der Nacht da drüben noch zwei, dreimal auf den Stein geklopft und habe gesagt, okay, reicht mir jetzt. Ich muss nämlich jetzt noch Holz ran schaffen. Und Pfeile machen. Ach du meine Güte, Pfeile muss ich auch noch machen. Ich muss ja hier noch zusehen, auch genügend Schuss für die Hordennacht zusammenzukriegen. Gut, ein bisschen Fortschreiben haben wir noch. Denn, würde ich sagen, misten wir uns jetzt hier nochmal kurz aus. Ich habe hier, wie ihr eben gerade gesehen haben könntet, nochmal ein paar Bacon Eggs angeschmissen. Scrappen wir das. Haben wir hier Papier drin? Genau. Leere Gläser. Hier. Haben wir gar nicht. Nehmen wir mit. Leere Gläser soll man nämlich gar nicht haben. Splint. Eine Schaufel. Ich weiß gar nicht, warum ich eine Schaufel mit habe. Paar Pfeile. Gut, 140 Pfeile. Muss nicht unbedingt gut sein. Haben wir hier irgendwo schon mal Plastik eingetütet? Wir haben doch bestimmt schon mal irgendwo Plastik gehabt. Nicht. Nicht. Dann kommt Plastik jetzt erstmal hier mit hin. Ganz einfach. So. Punkt, Ende aus. Denn wir brauchen jetzt Holz. Und hoffen mal, dass uns dieses Mal nicht wieder nein, das kann doch nicht dein Ernst sein. Nicht wieder irgendwelche Hunde überfallen. So, jetzt endlich mal den ollen Satz zu Ende bringen. Noch einer, schönen guten Tag. Guten Tag. Ja, aber dreimal anklopfen und das reicht denen. Das finde ich gut. Das heißen wir gut. Nichtsdestotrotz brauchen wir Holz. Holz für Spikes, Holz für Pfeile. Holz, Holz, Holz. Oh, den können wir nochmal was trinken. Das ist auch eine gute Sache. Da hinten ist ein Dicker, den müssen wir nicht unbedingt mitnehmen. Auch wenn du noch nicht allzu groß bist, klopfen wir hier erstmal an. Wir brauchen einfach das Holz. Wir haben keine Wahl. Geht nicht anders. Gut, dass wir ein bisschen Durst haben. Kriegen wir gleich noch mal ein bisschen Stamina dazu. Sehr schön. Das erfreut uns sehr. Dann machen wir uns noch mal ein paar Pfeile. Wo wir denn auch zusehen sollten, bald mal auf Metallzeugs zurückgreifen zu können. Aber egal. Soll jetzt nicht unser Problem sein. Siehst du mich schon? Fräulein. Habe ich da eben nicht auch noch was watscheln ziehen? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wie weit könnt ihr denn immer schlagen? Also das finde ich echt nicht in Ordnung. Oder zählt die Position, wenn sie ausholen? Also das zählt ja bei mir auch nicht. Ich habe ja auch eine Ausholanimation und wenn ich dann zuschlage, dann schlage ich auch erst zu. Genauso wie die Zombies erstmal ausholen und dann zuschlagen. Beim Zuschlagen bin ich schon einen Kilometer weg. Also nehmen wir doch nochmal ein bisschen Blümchen mit. Hallo, siehst du mich? Hier bin ich.
Kriegen wir den noch schnell genug kaputt? Nee, kriegen wir nicht. Höpf. Das ist äußerst ungünstig jetzt so ganz ohne Stamina. Alter! Warum ist denn der auch so groß? Bin ich so klein? Habe ich mich so klein eingestellt? Mann, ich bin ein zierliches Wesen, ja, aber... Hm. Naja. Der Schatten hat mir gerade ein bisschen Sorge gemacht. So, Spike, wie sieht's aus? 15. Jetzt nicht so die Wolke, wa? Yucca-Juice könnte ich mir, beziehungsweise Yucca-Dinger könnte ich mir nochmal machen. Es ist immer ziemlich laut. Also ich habe das Gefühl, die stehen fast hinter mir, wenn das der da hinten ist. Geht euch das auch so beim Spielen? Ach hier, Mining Tool. Schaut an, also die Axt zählt auch als Mining Tool. Das ist schon mal gut zu wissen. Nee, das machen wir mit einem Knüppel. Hey Digga, komm noch ran hier. Hättest du mich jetzt wieder erwischt, ne? Dann wäre ich sauer geworden. Leg dich doch mal hin. Dankeschön. Die haben, also ich habe ja echt ein Lootglück, ne? Ist das mein Lootglück oder habt ihr das auch? Das kann doch nicht wahr sein, dass jeder dritte Zombie mal irgendwie ein bisschen Loot gibt. Steine. Stamina wieder relativ weit oben, dann hauen wir hier nochmal ein bisschen drauf. So, Pfeile habe ich, ja, 180 Stück, sollte reichen, so viele Zombies kommen ja nicht in der ersten Nacht. Vor allem nicht bei meinen grandiosen Spielkünsten. Ach, da unten. Hast du zufällig Mining Helm für mich? Das finde ich jetzt super. Kannst du mal wieder hochkommen, bitte? Nee, komm noch mal hoch hier. Komm doch mal. Ich möchte nicht zu dir runter. Komm doch einfach mal hoch hier. Ach Mann. Hast du eine Hose? Ach, danke schön. Das ist so komplett unnütz. Ja, hier unten war ich aber noch gar nicht. Da unten ist Wasser. Hier ist eine sehr schwierige Straße. Komm hier hoch. Ist ja gut. Ja, also bei dem Straßenverlauf hier, liebe Herr Funpimps, da erklärt ihr mir bitte nochmal, wo euer Terrainrechner vernünftig arbeitet. Also, den habe ich jetzt noch nicht so ganz verinnerlicht. Hier so, hä? Egal. Wir sind ja gewohnt, dass das hier nicht allzu vernünftig läuft. Wie das hier runter geht, ne? Da unten sind schöne Bäume, aber... Ach, egal. So, wie viele haben wir denn jetzt? 15 und 11, 26. Das sollte uns doch eigentlich reichen, oder? Aber ich brauche noch Woodframes. Müssen wir doch da runter gehen. Hallo, Entschuldigung, haben Sie einen Mining Helm für mich? Entschuldigen Sie, können Sie bitte hier bleiben? Gehen Sie bitte nicht weg.
Kumpel, können Sie bitte hier bleiben? Nicht dein Ernst. Wo hat der denn zugeschlagen? Ich dachte, der zappelt. Na. Hallo? Du hast doch da einen. Ich sehe das doch. Da, den nehme ich bitte. Da, den. Helme für mich. Den Helm. Ach, egal. Ach, egal. Könnt es ja nicht ändern. Dann. Dann. Level 10 durch Baum hacken. GZ Knichtnet, GZ. Ja, wir sind hier nämlich eigentlich beim Holzfäll-Simulator. 16.2, wie man sieht. Ist ruhig. Es ist ruhig, ne? Ist das nicht hübsch? Ja, du musst mal das Bild verschwinden. Ja. Ja, so. Jetzt würde ich mich gerne drehen können. Hier so ein Blümchen noch mit dazu. Nee. Guck mal. Na egal. Wir haben bestimmt wieder Ausdauer. 26 Spikes. Spiker-Niker. Ich bin ja mal gespannt, ob meine Idee mit der eigentlich Nicht-Verteidigung aufgeht. Oh nee, so viele brauche ich nicht. So 50 vielleicht. 50 wären vielleicht gar nicht schlecht. Ihr seid bestimmt schon am Wetten abschließen, ob ich es schaffe oder nicht. Würde mich stark überraschen, wenn ich es eigentlich überlebe diese Nacht, aber gut. Ach Gottchen, wir haben ja noch einen kompletten Tag. Hehe, hehe. Da war da bestimmt schon alle am Schreien. Schöne Sache. Oh, ich habe nur 7 Grad. Das ist aber schon recht frisch, was? Dann können wir doch mal ganz gemütlich sagen, gehen wir hier nochmal rum. Können wir doch nochmal zum Händler morgen uns das Eisen abholen. Ach, der da hinten. Bis der mich sieht, ne? Sind wir in der Hordennacht. Es tut doch weh. Auf Kohlen gehen ist out, wa? Zack, erster. Hör auf, dir den Arm zu halten. Ich hab dir auf den Kopf gehauen. Alter. Tragischer Fall. So. Dann machen wir mal weiter. 30 Stück haben wir noch. Den können wir echt noch. Lohnt sich das jetzt vorher noch zum Händler zu gehen und Metall abzukaufen? Also nicht kaufen, sondern holen. Haben wir eingeschmolzen. Weiß ich aber gar nicht mehr. Haben wir da auch schon was angesetzt? Jetzt habe ich hier einen Aufgang. Will ich hier hinten ganz gerne nochmal einen Aufgang machen.
Ein, zwei kann ich springen. Die Kaktusse nehmen wir da weg. Vier müsste passen, ne? Oh, ne, fünf. Ja, zip. Das war clever, nicht nett. Das war clever. Eins, zwei können wir springen. Drei, vier, fünf. So, jetzt nehmen wir die Taste, genau. Zack. Und eins, zwei, drei, vier. Das können wir auch aufwerten. Dann sehen wir das besser. Und das gleiche können wir auf der anderen Seite machen. Hallo, der Herr. Entschuldigen Sie. Wollen Sie zu mir? Hallo? Suchen Sie mich? Ich bin im Nachbarhaus. War beim Nachbarn kurz. Urlaubsvertretung machen. Es tut mir leid, ich habe die Klingel nicht gehört. Hey. So. Jetzt ist nur hier vorne ein bisschen arschig, weil ich da nichts sehe. Und das da würde ich ganz gerne nochmal wegmachen. Also holen wir nochmal eine Wrench. Ich glaube, wir haben eine Wrench da. Können wir jetzt mal nutzen. Tools. Irgendwo haben wir Tools. Athletics, yes. Hier Tools. Da Tools. Da sind Tokens. Hat man keine? Wir hatten noch eine Wrench. Hier ist auf jeden Fall Plastik drin. Das ist ja sehr gut. Das hatten wir noch nicht hier reingepackt. Schmeiß mal da rein. Wir hatten keine? Hier? Aha. Aha. Und hinüber. Zack. Das wäre nämlich äußerst ungünstig, wenn diese Idioten von Zombies denn hier auf dieser Karre einhacken und mir das Ding hier nochmal in der Hordennacht um die Ohren fliegt. Das ist jetzt nicht allzu praktisch. Da sind schon wieder 20 Minuten um. Ich glaube das nicht. Wird diese Aufnahmesession überhaupt noch zur Hordennacht kommen? Eine Aufnahme kommt noch. Das könnte jetzt. Ach Gott, das frisst ja richtig Ausdauer. Gehen wir mal kurz rüber hier. Ach, Mäuschen. Hallo. Nehmen wir uns hier mal den Mais mit. Waren wir da eigentlich schon drinne? Da? Was offen auf jeden Fall, ne? Was ist denn das? Junge Dame? Suchen Sie mich? Suchen Sie mich? Wollen Sie zu mir? Hallo, Schwester! Oh, Entschuldigung, ausgerutscht. Das tut mir leid. Das wollte ich. Oh, das. Dein Make-up ist auch nicht so. Da musst du noch mal üben. Tong, tong, kong, klong, tong. So, die Karre ist weg. Da können wir rumgucken. Zack. Können wir das besser abbauen? Neun. Moment, die können wir da jetzt bestimmt noch mal besser machen, oder? Achse. Skrabatui. Ist besser, ne?
besser als die French. Ich glaube. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. So, dann würde ich sagen, wir machen hier nochmal eine Line vorweg. Das ist jetzt ungut hier. Entschuldigung, du musst da mal, musst du mal durchwischen. Das und das, gerade weil da ja auch ein Loch im Fenster ist, da stellen wir auch mal einen rein. Dann setzen wir hier nochmal welche hin. Und hier können wir nochmal 6. So, 6 Stück noch. Und dann noch 3. Und hier noch. 1, 2, 3. Könnt ihr euch für wetten, die kommen nämlich hier gerade rein. Geradeaus. So, und jetzt nehmen wir uns die 4 Woodframs. Und bauen uns hier hoch. Ja, ja, und ihr dachtet bestimmt schon, dass ich hier, dass ich hier vergesse, dass ich hier noch hoch muss, ne? Hehehehe. Nee. Das können wir hier alles noch wegnehmen. Können wir nicht nochmal so machen und so machen. 4. Nehmen wir nochmal 4. Wood Framis. Huch. Ja, Zahl eingeben wäre jetzt bestimmt sinnvoller gewesen, aber egal. Ich mache das so, wie ich das mache. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, fühle ich mich hier schon wieder relativ sicher in meinem Bunker. Klack. Dann gucken wir nochmal, dass wir uns ein bisschen Beleuchtung machen können und den geht's so langsam Richtung Korde, ne? Das wäre doch nice. Das wäre doch nice. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Lasst ein Däumchen nach oben da und einen Kommentar und ein Abo und einen Daumen nach unten, was auch immer. Ihr macht das schon richtig. Und ja, wie gesagt, zum nächsten Mal wieder vielleicht mit einer Horde. Spannung. Ciao, ciao.